Thomas hier, moin. Im letzten Video haben wir mit einem beschichteten Fräser Aluminium gefräst. Heute geht es nochmal um beschichtete Fräser. Ich habe ja viele hier stehen. Und ja, ich werde auch ein paar Worte zu der neuen CNC-Fräse sagen, die wir demnächst zusammenbauen werden. Zuerst möchte ich mich noch herzlich bedanken. Ich habe zwei Lampen geschenkt bekommen. Das sind Bausteinlampen, die funktionieren ohne Kabel. Die haben einen eingebauten Akku. Die sind elendshell. Und die erste Lampe habe ich von Gernot Rieger geschenkt bekommen. Der hat die versehentlich erst zu sich nach Hause geschickt und dann über Umwege mir zukommen lassen. Vielen Dank nochmal dafür. Die funktionieren richtig gut. Hier ist sogar noch eine Powerbank drin. Das heißt, ich kann mit dieser Lampe auch mein Handy laden. Ideal, wenn man irgendwas an der Decke macht und mal die Sicherung zupfen muss. Die sind wirklich richtig, richtig hell. Sie kann auch blinken. Die zweite Lampe kam von meiner Schwiegermutter. Ich finde das immer cool, wenn meine Familie zu den größten Fans gehört. Ähnlich wie die erste, die ist halt noch ein bisschen klappbar, die steht dann anders im Prinzip, aber auch eine Lampe, die ohne feste Stromanbindung funktioniert und wirklich richtig hell leuchtet und einen Top-Dienst macht. Ich danke euch für die Lampen, perfekt. Kommen wir zu den Fräsern. Ihr wisst, ich benutze die Fräser von HC Maschinentechnik, die sind unten verlinkt. Da könnt ihr mal durch den Shop stöbern. Ich bin wirklich mehr als zufrieden mit diesen Fräsern. Ich habe damit nur gute Erfahrungen bisher gemacht. Und falls ihr Bock habt, könnt ihr auch gleich so ein Life Latitude Starter-Paket bestellen. Da haben wir zwei Stück im Angebot, findet ihr auch da im Shop. Da sind die wichtigsten Anfangsfräser drin, falls ihr mit dem CNC-Fräsen anfangt und euch mal so einen Grundstock anlegen wollt. Zu den Beschichtungen. Im letzten Video haben wir mit einem Fräser schon gefräst. Da haben wir mit dem 6 mm Aluminium-Einschneider relativ hohe Vorschübe gefahren, zumindest hohe Vorschübe für eine Selbstbaufräse. Und ich war sehr zufrieden damit. Also die Schnitte, beide Schnitte waren okay. Wir haben mit einem blanken und mit einem beschichteten Fräser gefräst. Das hat wirklich gut funktioniert. Ich habe mich damals versprochen, ich habe gesagt, das war eine Legierung. Klar, viele haben mir reingeschrieben in die Kommentare, Thomas, das ist keine Legierung, das ist eine Beschichtung. Ihr habt natürlich recht, ich habe mich einfach versprochen. Also das, was ihr hier seht mit dem Auge, diese schönen Regenbogenfarben und das Gold, das ist natürlich eine Beschichtung. Auf jeden Fall, der Schnitt letzte Mal war ähnlich, also ich habe da keinen großen Unterschied gesehen. Vielleicht ist meine Fräse dafür aber auch zu amateurhaft, dass man da was sehen kann. Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist beim Aufräumen nach dem Video, die Schnipsel hätte ich fast gesagt, die Späne vom Aluminium, die dann um die Fräse verteilt waren, die waren mit dem beschichteten Fräser wie hochglanzpoliert. Ich konnte mich in den Spänen ja fast spiegeln. Ich habe dann extra nochmal die Mülltonne aufgemacht vom Staubsauger und habe die alten Späne rausgeholt. Und die waren ganz anders, die waren ganz rau, ganz matt, teilweise gebrochen. Und die von dem beschichteten Fräser waren wirklich schön rund aufgerollt und halt Hochglanz. Also das ist das Einzige, was mir sofort aufgefallen ist. Von der Haltbarkeit kann ich jetzt noch nicht sagen. So viele Wochen habe ich jetzt mit denen noch nicht gefräst. Das wird sich dann in der Langzeitstudie zeigen, denke ich mal. Aluminium haben wir im letzten Video behandelt. Heute würde ich voll gern auf die Holzfräser, also auf die beschichteten Holzfräser. Das sind diese schönen regenbogenen. Und auf die, hier ist er, der Kunststofffräse eingehen. Denn Holz und Kunststoff ist auch was, was man zu Hause immer gerne mal bearbeitet. Und ich denke mal, vielleicht finden wir da mal einen Unterschied. Was bringt denn jetzt so eine Beschichtung auf dem Fräser? Ich versuche euch das mal wirklich mit einfachen Worten zu erklären. Diese Beschichtung auf dem Fräser verringert den Abrasivverschleiß an der Span- und Schnittfläche des Fräsers und verringert auch deutlich die Neigung zum Kaltverschweißen, zum Beispiel bei Aluminium oder anderen Materialien. Das heißt, ihr kriegt keine Aufbauschneide. Und die Schneide bleibt schön sauber und scharf. Die Oberfläche ist glatter, das heißt, der Span wird besser abtransportiert, beziehungsweise der Fräser schneidet besser durchs Material. Dadurch entstehen hoffentlich weniger Temperaturen und der Fräser kann mit höheren Schnittgeschwindigkeiten und höheren Vorschüben länger durch das Material fahren. Zu der Haltbarkeit der Fräser habe ich vorhin schon was gesagt, da müssen wir jetzt einfach gucken, da müssen wir eine Langzeitstudie machen und einfach mal schauen, wie lange bleibt das Schnittbild schön. Zum Schnittbild selbst, das werden wir jetzt ausprobieren. Es wird aber schwer, bei einem 100% guten Schnittbild noch ein besseres Schnittbild zu erzeugen. Und so viel sage ich vorab, denn ich bin auch mit den unbeschichteten Fräsern dermaßen zufrieden. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an, Kunststoff zu fräsen und danach Holz oder andersrum. Ich werde immer einen beschichteten Fräser nehmen und einen nicht beschichteten, damit wir einfach den Vergleich haben. Wir fangen mit Kunststoff an. Das ist PUM-Kunststoff, 8,5 mm stark. Der lässt sich herrlich zersparen. Ich werde zweimal den gleichen G-Code in diese Kunststoffplatte fräsen. Da ist eine Planaufgabe, eine Tasche und am Ende auch eine Kontur, dass wir möglichst viele Oberflächen haben und auch Kanten, damit wir es vergleichen können. Damit es auch ein fairer Vergleich ist, nehme ich zwei absolut neue Fräser. Keiner von denen war bisher jemals im Einsatz. Und ich denke, da sollten wir zumindest einen fairen Vergleich haben. Thank you.
frisch von der Fräse. Man sieht auf jeden Fall einen Unterschied. Ich hätte aber nicht gedacht, dass der Unterschied so rum ist. Ich hätte gedacht, dass das schönere Bild beim beschichteten Fräser rumkommt. Ich hoffe, ihr könnt es auf der Kamera sehen. Nur um das klarzustellen, die linke Seite war der nicht beschichtete Fräser und rechts war der beschichtete Fräser. Und wenn man genau hinguckt, dann sieht man definitiv einen Unterschied in der Oberfläche. Das hier oben spürt man nicht, aber man sieht es, ja, man spürt es auch. Ich sehe auch ganz klar einen Grat hier an der Ecke. Klar, das kann man wegmachen. Aber wenn ich mir das erste Werkstück angucke, dann sieht man da keinen Grat. Klar, wir brauchen nicht drüber sprechen, das liegt eindeutig an der Schnittgeschwindigkeit. Ich hatte einfach zu viel Drehzahl hier. Logischerweise, man sieht ja, das ist leicht angeschmolzen, hat dann Fäden gezogen. Und deswegen war der Test in dem Sinne nicht ganz fair, muss man sagen, weil hätte ich das jetzt gefräst, ohne einen direkten Vergleich zu machen, wäre ich sofort an die Drehzahl gegangen und hätte die Drehzahl runtergedreht, weil man sieht eindeutig, dass es zu schnell ist. Der Kunststoff ist an der Schneide geschmolzen. Daran liegt das, um das vorwegzunehmen. Ich wollte es aber nicht verändern. Ich wollte die gleichen Parameter, gleiche Schnittdaten, gleiche Drehzahlen für beide Projekte, für beide Fräser. Und da sieht man eindeutig, dass der blanke Fräser mit höheren Drehzahlen eindeutig besser klargekommen ist. Ich werde das für mich nochmal machen mit kleinerer Drehzahl, einfach um zu gucken. Ich möchte jetzt mit dem Test erstmal weitermachen, weil wir haben ja noch Holz vor uns. Das finde ich aber trotzdem sehr interessant. Ich wollte jetzt eigentlich direkt mit dem Holz weitermachen, aber mir lässt es echt keine Ruhe. Ich werde jetzt mit dem beschichteten Fräser nochmal mit weniger Drehzahl in das restliche Kunststoff hier die gleiche Operation reinfräsen. Ich will einfach wissen, ob es an der Drehzahl lag oder ob es wirklich am Fräser liegt oder vielleicht an den Vorschüben, weil das sieht wirklich aus wie geschmolzen. Ich war einfach zu schnell unterwegs. Schon um einiges besser, also wirklich um einiges besser. Ihr habt gesehen, die Planaufgabe oben, da war ich noch viel zu schnell unterwegs. Da hat er noch Fäden gezogen. Ich habe dann relativ schnell die Drehzahl. Also um das mal vorab zu erklären, ich habe das mit 20.000 Umdrehungen gedreht. Klar, das ist viel zu schnell, das haben wir gemerkt. Und bin dann runtergegangen erstmal auf 15.000 Umdrehungen. Und da habe ich aber gesehen, dass er immer noch Fäden zieht oben auf der Oberfläche. Ich habe dann für die erste Tasche reduziert auf 12.000 Umdrehungen, bin dann irgendwann runter bis auf 9.000 Umdrehungen. Da haben wir aber irgendwann gemerkt, dass er sich quält und dann bin ich wieder hoch auf 10.000 und habe das Programm mit 10.000 Umdrehungen die Minute zu Ende laufen lassen. Also das Bild ist wesentlich besser als das Bild davor, definitiv, aber kein Vergleich in meinen Augen zu dem einfachen, unbeschichteten Fräser. Ich hoffe, ihr seht das richtig. Das hier ist der nicht beschichtete Fräser gewesen und die beiden waren mit dem beschichteten Fräser.
Die Frage ist jetzt natürlich, woran liegt das? Sind das wirklich nur die Drehzahl oder habe ich andere Parameter falsch eingestellt? Schreibt mir doch mal unten in die Kommentare, was ihr dazu meint. Vielleicht hat der eine oder andere wirklich mehr Ahnung von Kunststoff. Dass das Kunststoff aber gut zum Zersparen ist, das hat der erste Fräser ohne die Beschichtung eindeutig bewiesen und das mit 20.000 Umdrehungen. Da hätte ich viel eher gedacht, dass das anfängt zu schmilzen. Aber ich muss echt zugeben, das Ergebnis ist richtig, richtig gut. Die anderen beiden gefallen mir tatsächlich nicht so sehr. Und ich könnte mir eigentlich nur vorstellen, dass der Fräser an der Beschichtung oder der beschichtete Fräser an der Schneide einfach mehr Temperatur entwickelt und dadurch der Kunststoff so ein bisschen verbrannt oder geschmolzen aussieht. Wie gesagt, schreibt mir mal unten rein, wenn ihr mehr Ahnung habt. Wir machen jetzt das Holz noch und dann kommen wir am Ende mal zum Fazit. Die nächsten zwei Fräser, die wir testen, sind Holzfräser, 6 mm, gerade schneiden mit zwei Klingen, also ein Zweischneider. Ich bin total zufrieden mit diesem Holzfräser, also mit dem unbeschichteten. Den beschichteten habe ich noch nie ausprobiert, das machen wir jetzt gleich. Ich werde die gleiche Operation in Buchenholz fräsen. Ich habe mir da ein schönes Stück Buche aufgespannt. Das ist schön hart, schön faserig an einigen Stellen, je nachdem, welche Richtung man fräst. Und dann werden wir uns das Ganze auch mal angucken. Hier werde ich mit voller Drehzahl fräsen, 24.000 Umdrehungen. Ich blende euch aber alles andere auch wieder unten immer ein. Unangefasst, zweimal den gleichen G-Code. Links war der unbeschichtete und rechts der beschichtete Fräser. Auf den ersten Blick sieht beides relativ gut aus. Ich wäre mit beiden Ergebnissen zufrieden. Aber ich bin pingelig, muss ich zugeben. Und wenn man genau hinguckt und ich das Licht mal flach rüberscheinen lasse, dann seht ihr eindeutig, dass auf der rechten Seite mehr Grat ist. Mehr Fusseln, mehr Fransen, wie auch immer ihr das nennen wollt. Und auf der linken Seite nicht. Ich bin, wie gesagt, noch nicht rübergegangen. Ich habe nichts angeschliffen. Das kommt wirklich original so von der Fräse runter. Und diese Riefen hier, ja, man fühlt sie minimal. Hier fühlt man sie auf jeden Fall. Hier minimal. Das kommt dadurch, dass ich in beide Richtungen geplant habe. Das habe ich absichtlich gemacht, um zu gucken, in welche Richtung der Fräser besser arbeitet. Auch habe ich die komplette Operation im Holz im Gegenlauf gemacht. Ist euch bestimmt aufgefallen. Vorhin den Kunststoff, den haben wir im Gleichlauf gemacht und das Holz jetzt im Gegenlauf. Ja, es ist natürlich schwierig und auch ein bisschen unfair, jetzt die Fräse aufgrund von so einem kleinen Minitest und so einer Eigenbau-Selbst-Amateurfräse zu beurteilen. Aber ich kann trotzdem beurteilen, das, was ich gesehen habe mit euch zusammen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, dass die Schärfe etwas leidet unter der Beschichtung. Die Fräser, die nicht beschichtet sind, die sind unfassbar scharf und haben wirklich ein ganz tolles Schnittbild. Kaum Grat, kaum Phasen. Und ihr habt selbst beim Holz und Kunststoff gesehen, das war wirklich perfekt.
Wenn man jetzt etwas Schärfe nimmt und so eine Beschichtung liegt ja auf dem Fräser, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Fräser nach der Beschichtung geschliffen wird, weil da wäre von der Beschichtung nichts mehr da. Also mit der bloßen Hand kann ich das nicht fühlen, ob der schärfer ist oder nicht. Aber das Schnittbild, finde ich, zeigt, dass der Schärfer unbeschichtet, mein Gott, dass der Fräser unbeschichtet schärfer ist als die beschichteten Fräser. Denn, ich sag mal, ein nicht so ganz scharfer Fräser, der verursacht mehr Hitze an der Schneide. Das haben wir gesehen beim Kunststoff. Und fasst und franzt etwas mehr aus bei Holz, was viele Fasern hat. Das ist so das, was ich mir jetzt vorstellen könnte. Vielleicht sind die in der Haltbarkeit unfassbar gut. Das kann ich jetzt einfach nicht beurteilen und testen heute. Das müssen wir im Langzeittest sehen. Ich werde mir jetzt mal einen Fräser markieren oder mehrere und werde damit die nächsten Wochen viel fräsen. Ich meine, die neue Fräse kommt ja, da muss ich auch was fräsen. Und mal gucken, wie lange die halten im Vergleich zu einem anderen nicht beschichteten Fräser. Da werde ich dann immer noch mal am Rande was zu sagen. Aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, glaube ich, dass diese Fräser super sind für Leute, die viel fräsen, also vielleicht durch die Haltbarkeit, und dadurch weniger neue Fräser brauchen und eine längere Standzeit haben. Für jemanden, der Einzelproduktion macht, wie ich das bin oder ihr, der ein Bauteil fräst und auch will, dass das schön und scharf aussieht, da muss ich ganz ehrlich sagen, da würde ich tatsächlich zumindest bei Kunststoff und Holz zu den unbeschichteten Fräsern greifen. Ihr könnt mal im Shop gucken, ihr könnt die auch gerne mal ausprobieren und kaufen. Die sind, soweit ich gesehen habe, nicht mal teurer. Die liegen tatsächlich in der gleichen Sparte nebeneinander. Und eure eigenen Erfahrungen machen. Ich würde mich mega über ein Feedback freuen, falls ihr das mal zu Hause macht. Mein Fazit von diesem Fräser ist ganz klar. Für Aluminium muss ich zugeben, letzten Video habt ihr es gesehen, der hat Bombe geschnitten, das war ein Top-Schnittbild. Aluminium und Beschichtung, kann ich nichts Negatives drüber sagen. Das hat er echt gut gemacht. Ich weiß gar nicht, wo der kleine Freund jetzt steht. Und bei Kunststoff und Holz muss ich leider sagen, hat mich die Beschichtung jetzt einfach nicht überzeugt. Ich werde das für mich nochmal ausprobieren mit anderen Drehzahlen, mit anderen Vorschüben und Geschwindigkeiten. Vielleicht muss man da mehr arbeiten, aber für jemanden, der amateurmäßig unterwegs ist wie ich und vielleicht ihr da draußen auch, da muss ich sagen, sind die Unbeschichteten gut, weil die verzeihen tatsächlich hohe Drehzahlen oder falsche Vorschübe und das ist ja eigentlich das, was der Amateur-Hobbybastler will. Sollte ich da falsch liegen, steinigt mich bitte unten in den Kommentaren. Haut einfach mal raus, was ihr wisst. Vielleicht gibt es ja auch Profis unter uns, die sagen, hey Thomas, du hast das komplett falsch gemacht. Her damit, ich probiere das nochmal aus. Ich habe das jetzt einfach so öffentlich für euch gemacht. Wir gucken uns an, wie die Ergebnisse sind. Beziehungsweise wir haben uns die angesehen. Und ihr müsst euch jetzt euer eigenes Bild darüber machen. Dennoch, und das will ich immer wieder betonen, bin ich mehr als zufrieden mit diesen Fräsern. Preis-Leistung ist mehr als fair. Ihr könnt unten mal im Shop gucken und mal durchstöbern. Und ich würde mich auch mega freuen, wenn ihr unten mal in den Kommentaren mal Feedback da lasst über die Fräser. Einige von euch haben das Live Latitude Starter Paket gekauft. Und mich würde einfach mal interessieren, ob ihr mit den Fräsern zufrieden seid, was ihr daraus getestet habt und wofür ihr die nutzt. Wie versprochen gibt es noch ein paar Worte zur neuen CNC-Fräse, die wir bauen werden. Da muss ich als erstes Werbung für mich selber machen. Ich habe jetzt ein Patreon-Profil erstellt. Das ist unten verlinkt, da könnt ihr mal vorbeigucken. Ich habe auch schon ein paar Patreons. Vielen Dank an dieser Stelle. Die Patreons wissen auch schon, was in dieser Kiste ist und was verbaut wird seit einigen Tagen, weil da verfolgt man so ein bisschen, was halt hinter den Kulissen hier passiert in der Werkstatt. Ich möchte aber allen anderen auch jetzt mal schon mal zeigen, was für Motoren ich verbaue. Ich werde Closed-Loop-Motoren verwenden. Näheres kommt dann, wenn ich die Fräse mal vorstelle. Dann werden massivere und stärkere Linearführungen verbaut. Und ich werde auch stärkere bzw. größere Kugelumlaufspindeln benutzen. Ihr seht allein durch die drei Teile, die ihr hier seht, dass diese ganze Fräse etwas massiver, stärker, größer, schwerer wird. Letzten Endes werde ich das Ganze, also ich werde das Rad nicht neu erfinden. Das kann ich auch schon verraten. Wer jetzt glaubt, dass das eine Fräse wird, die noch kein Mensch auf dieser Welt gesehen hat, da muss ich euch leider enttäuschen. Aber sie wird auf jeden Fall stärker, schneller, größer, wahrscheinlich leider auch teurer. Ich hoffe, dass ich im nächsten Video alle Teile da habe und euch dann wirklich mal detailliert vorstellen kann, was ich mir da vorgestellt habe, wie das Ganze wird und naja, ob wir Kosten schon abwägen können, weiß ich nicht. Da müssen wir mal gucken. Die andere Sache ist, warum es gerade nicht so vorwärts geht und seit der Ankündigung der Fräse auch noch nicht wirklich viel kam, liegt daran, dass ich die Fräse in Fusion 360 im CAD-Programm gerade erstmal baue. Ich möchte eine vernünftige Fusion 360 CAD-Zeichnung haben, die ihr dann auch zur Verfügung kriegt, logischerweise kostenlos alles, damit ihr da mitarbeiten könnt. Genau. Das war's erstmal. Vielen Dank fürs Einschalten. Sorry, dass noch nicht mehr Informationen über die Fräse kommen. Es ging heute primär um die Fräser. Ich bedanke mich vielmals fürs Einschalten und freue mich auf das nächste Video mit euch. Ciao, bis bald.